Kippstufen, die bistabile Kippstufe. Zunächst ein Hinweis. In dieser Schaltungsvariante schließen wir den Taster des aktuell durchschaltenden Transistors zur Masse hin kurz. Also der Transistor sperrt anschließend, weil er nicht mehr genügend Spannung zum Durchschalten hat. Und es folgt dann eben ein Wechsel von Zustand 1 und 2. Man kann aber auch auf zwei weitere Möglichkeiten hin den Zustand wechseln. Variante 1 wäre da, eben den aktuell sperrenden Transistor mit einer Spannung größer gleich 0,8 Volt zu belegen, damit dieser eben dann durchschaltet. Oder eben, ähnlich wie die Variante jetzt in der Schaltung hier, den aktuell durchschaltenden Transistor mit einer negativen Spannung belegen, also noch weniger als 0 Volt sozusagen. Aber gut, dann wollen wir mal loslegen. Das hier ist unsere bistabile Kippstufe. Wir haben hier einmal in Reihe geschaltet den Widerstand R1 und die LED 1, dann auf der anderen Seite in Reihe geschaltet den Widerstand R2 und die LED 2, dann den Transistor 1 und Transistor 2. Die Basis von Transistor 1 wird durch den Vorwiderstand R4 eben hier und die Basis von Transistor 2 mit dem Vorwiderstand R3. Außerdem noch dann zwei Taster, Taster 1 und 2 und die Spannungsversorgung über 9 Volt. Gut, wir haben Bauteiltoleranzen und deshalb zufälligerweise, es könnte auch Transistor 2 sein, aber in dem Fall schließt eben oder schaltet zuerst der Transistor 1 durch. Das bedeutet, dass die Kollektor-Emitter-Spannung von Transistor 1 niederohmig wird oder ist und hier eben nur die Sättigungsspannung von 0,2 Volt abfällt. Hierüber in Reihe geschaltet haben wir den Widerstand R1 und die LED 1 und hier fällt eben genügend Spannung ab, sodass eben die LED 1 leuchten kann, weil eben hier nun der Großteil der Spannung abfällt, weil hier unten nur 0,2 Volt abfallen. Dann haben wir hier in Reihe geschaltet den Widerstand R3 und die Basis-Emitter-Strecke von Transistor 2. Diese ist parallel geschaltet hier zur Kollektor-Emitter-Strecke von Transistor 1. Haben wir hier auch nur 0,2 Volt Spannung und das reicht eben nicht, um Transistor 2 durchzuspannen und dieser sperrt aufgrund dessen. Transistor 2 sperrt, das hat auch wiederum Auswirkungen und zwar, dass eben hier die meiste Spannung abfällt an der Kollektor-Emitter-Strecke. Das heißt, es fällt hier oben bei den in Reihe geschalteten R2 und LED2 nicht genügend Spannung ab, um eben die LED zum Leuchten zu bringen. Hier genauso in Reihe geschaltet der Vorwiderstand R4 und die Basis-Emitter-Strecke von Transistor 1 ist parallel geschaltet zur Kollektor-Emitter-Strecke von Transistor 2. Dadurch, dass eben hier die meiste Spannung abfällt, fällt auch hier genügend Spannung ab, um dann eben die Basis von Transistor 1 mit genügend Spannung zu versorgen, sodass dieser weiter durchschalten kann. Und das ist der erste stabile Zustand, stabiler Zustand 1. Nun, wenn wir diesen in den anderen stabilen Zustand wechseln wollen, dann müssen wir Taster 1 drücken. Daraufhin wird, wie bereits angedeutet, eben hier die Basis nicht mehr mit genügend Spannung versorgt, sondern es wird kurz geschlossen, quasi die Versorgungsspannung. Und daraufhin sperrt dann eben der Transistor 1. So, da Transistor 1 sperrt, ist hier die Kollektor-Emitter-Strecke hochohmig. Das heißt, hier fällt die meiste Spannung ab. Dadurch fällt hier oben nicht mehr genügend Spannung bei der LED und dem Vorwiderstand ab, damit diese leuchtet. Also ist die LED 1 ausgegangen. Parallel zur Kollektor-Emitter-Strecke von Transistor 1 liegt eben hier R3 und die Basis-Emitter-Strecke von Transistor 2. Und die wird eben, genauso wie Transistor 1 hier eben die viel Spannung abfällt, wird auch hier genügend Spannung ablaufen, so dass eben Transistor 2 durchschalten kann. Dadurch, dass Transistor 2 durchschaltet, wird die Kollektor-Emitter-Strecke von
Transistor 2 eben niederohmig und hier fallen nur noch 0,2 Volt ab. Das heißt, die meiste Spannung wird hier oben an R2 und LED2 abfallen, sodass eben LED2 leuchtet. Wieder parallel zur Kollektor-Emitter-Spannung von Transistor 2 ist hier die Versorgung von Transistor 1. Und diese, da eben hier nur 0,2 Volt Sättigungsspannung abfallen, wird auch hier eben dann nur die 0,2 Volt und die reichen nicht aus, um den Transistor 1 durchzuschalten. Also bleibt dieser gesperrt. So, das alles passiert natürlich innerhalb kürzester Zeit. Also Taste gedrückt, zack, das alles passiert, was ich gerade gesagt habe. Dann ist das hier eben unser stabiler Zustand 2. LED 2 leuchtet und Transistor 1 sperrt, Transistor 2 schaltet durch. Nun können wir wiederum den Taster 2 betätigen. Dadurch wird die Zuleitung der Basisstromversorgung von Transistor 2 sozusagen kurzgeschlossen. Das heißt, hier kommt nicht mehr genügend Spannung an, um ihn durchzuschalten. Ist genauso 0 Volt wie hier eben auch, weil wir eben quasi auf Masse kurzschließen. Daraufhin sperrt Transistor 1. Und jetzt passiert genau das Gleiche, was wir auf der rechten Seite gerade hatten, auf der anderen Seite spiegelverkehrt. Dadurch, dass Transistor 2 sperrt, ist die Kollektor-Emitter-Strecke hochohmig und hier fällt die meiste Spannung ab. Aufgrund dessen bleibt nicht mehr genügend Spannung, um hier oben Widerstand und LED zu versorgen. LED 2 geht aus. Parallel zur Kollektor-Emitter-Strecke von Transistor 2 liegt hier wieder die Basisspannungsversorgung von Transistor 1. Das bedeutet, hier fällt eine hohe Spannung ab, hier auch eine hohe Spannung. Diese reicht dann eben aus, um Transistor 1 durchzuschalten. Also Transistor 1 schaltet durch. Dadurch wird die Strecke hier niederohmig und nur die 0,2 Volt Sättigungsspannung fallen ab. Hier oben fällt wieder die meiste Spannung ab. LED 1 leuchtet aufgrund dessen. Dann wieder diese Versorgungsleitung von der Basis des Transistors 2 wird nicht mehr mit genügend Strom versorgt, weil eben auch hier nur 0,2 Volt, da das Ganze parallel geschaltet ist. Und deswegen kann auch der Transistor 2 weiterhin nicht durchschalten, sondern sperrt weiter. Ja, und jetzt würde dann wieder der Schaltvorgang 1 kommen. Das heißt, alles würde sich wiederholen. Insofern war's das.